Oh, der Hund. Warte mal, hier steht was. Alle Mandarinenhunde werden aufhören zu existieren, wenn das Spiel gewonnen ist. Was auch immer das heißt. Oh. Wie fies. Sowas auf unsere zarte Seele zu legen. War das hier? Nee, die wollten Katzen, oder? Havu! Hast du meine kleinen Apfelkatzen-Munchkins gesehen? Nee. Wer hat gesucht? Hi. Also das war Mr. Ich rede nicht zu viel. Ach, warte mal, die war hier im Wald, natürlich. Bei der Klappe, die nicht kaputt geht. Ich drücke immer die falsche Angriffstaste. Oh, da ist er. Na, dann halt nicht. Ja, du hast sie gefunden. Vielen Dank. Nimm meinen Hocker. Das ist buchstäblich das Einzige, was ich besitze. Dieses Mal kann sie nicht entkommen. Nicht, wenn sie auf meinem Kopf sitzt. So, und damit kommen wir ins Haus. Yeah. Ja, so langsam geht einem die Musik ganz schön aufs Ohr. Also nicht im negativen Sinne, sondern man fängt an mitzuschaukeln. Man hat sich dran gewöhnt. Oh. Das ist ein niedlicher Hocker, den du da hast. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich schreckliche Höhenangst habe, also geh du ruhig vor. Verlassene Farm. Hier ist wieder ein Buch. Tagebucheintrag. Mama und Papa haben mir für das eingeschlagene Fenster Hausarrest gegeben. Dabei war ich das gar nicht. Matt war es, aber ich bin keine Petze. Ich wünschte nur, er hätte es zugegeben. So, haben wir noch was? Nee. Ja, wieder einen falschen Knopf gedrückt. Also irgendein Grund denke ich immer, X ist Angriff. Vielleicht weil es alle anderen Spiele so machen, aber gut. Mal. Ein Donut. Halte 2 Meter Abstand, die Gesichtsmaske. Aber ist das Spiel während Corona rausgekommen? Okay, jetzt wird's interessant. Was ist das hier? Achso, das heilt uns. Okay. Also. Oh, hier ist ein Loch für eine Kiste. Okay, hilft nicht. Dann heißt es nur nach oben und nach rechts. Tja, doof gelaufen, hä? Okay, das geht nicht kaputt. Warum? Ach so, ich habe mir ein Schwertding geschlagen nochmal, oder was? Jetzt ist... Ich stand drinne. Aber ich darf es eh noch nicht verschieben. Oder warte mal. Nee, es macht auch nichts. Okay. Irrender Kühlschrank. Immer langsam mit den jungen Pferden, Partner. Hast du wirklich gerade unsere Befestigung zerstört? Nun, dann bist du besser bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Geh rüber zum Missionsbrett. Einige Leute haben Arbeit, die erledigt werden muss. Schau nicht so betretend rein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Nimm diesen Schlüssel, du solltest ihn benutzen können, um das Farmhaus weiter zu erkunden und etwas Arbeit zu erledigen.
Sei nur vorsichtig, die Fäulnis breitet sich aus. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, könntest du den Generator anwerfen. Das war unglaublich. Du musst so eine Art Superrübe sein, um unsere Verteidigung so zu durchbrechen. Kriege ich ein Autogramm? Achtung! Auf den Boden und 20 für deine Verbrechen. Es dauert 2 Jahre, diese Tür zu befestigen, Kadett. Wie konnte ein Neuling wie du sie einfach sprengen? Ich habe gar nicht gesehen, dass da was zum Kaputtmachen war. Entweder wir haben es mit dem Gegner kaputt gemacht oder dann aus Versehen, als wir hier extra die Dings hochgepackt haben. Den Kürbis. Hallo, kleine Rübe. Hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Ich habe beschlossen, dieses urbane verlassene Haus zu erkunden. Es wurde früher bewohnt von, wie nennt man die, humanen Wesen? Dieser spezielle Raum wird Kühlschrank genannt. Ich habe mich mit den Bewohnern unterhalten und ich vermute, sie sind schon ziemlich lange hier. Irgendwie verlängert die Kälte wohl ihre Lebensdauer. Scheint eine Art Verschwörung zu sein. Aber wenn das der Fall ist, ich frage mich, ob sie diesen Raum jemals verlassen können. Hier sind Aufgaben. Vorräte benötigt. Globale Erwärmung, vermisstes Kind. Okay, wir können nichts annehmen davon. Was? Der ist schon wieder da. Ja, tschüss. Ich will erstmal hier rechts gehen. Na ja. Sieh mal an. Hier. Gut, Gießkanne haben wir. So, wir machen das, damit hier die Bombe dran explodiert. Und das hier unten kaputt macht. Jawohl. Okay, Toilette können wir nicht benutzen, schade. Aber muss er ganz dringend. Okay. Tagebucheintrag. Heute war ich beim Mets Baseballspiel. Es war seltsam, da alle Masken trugen und wir weit weg von den anderen Familien saßen. Mets hat aber eine Menge Home Runs erzielt. Okay. Man, der hat einen Schlüssel. Es waren nur 2 Sekunden. Ich habe mich 2 Sekunden umgedreht und meine kleine Schwester ist weggelaufen. Ich soll doch hier die Erwachsene sein. Nachdem unsere Eltern der Fäulnis erlegen sind, habe ich mich um unsere Familie gekümmert. Und jetzt ist meine kleine Schwester fort. Warte, du willst mir helfen? Vielen Dank. Bitte beeil dich. Ich habe gehört, die Cupcake-Monster laben sich gerne an Kirschen. Oh, wir können sogar mit Feuer reden. Jo, dachte es der DJ Funke. Funke, Unke, Halunke, jo. Fühlt ihr's? Applaus für DJ Funke. Oh, guck mal, die Kartoffel ist ganz. Hallo, Söhnchen. Ich dachte erst, dass der Neuling mein Sohn sein könnte. Aber ein neues Gesicht ist definitiv ein erfreulicher Anblick. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kühlschrank je verlassen kann, aber ich hoffe, eines Tages meinen Sohn wiederzusehen. Oh, Buch. Tagebucheintrag. Ich habe einen geheimen Vorrat an Brownies, den ich im Kühlschrank versteckt habe. Matt isst sie ständig auf und das ist der einzige Ort, an dem er sie nicht findet. Lol. Das ist so doof. Ich wünschte, ich könnte diesen lahmen Kühlschrank verlassen. Hier gibt's nichts zu tun. Früher habe ich Spiele auf meinem Laptop gespielt, aber er konnte der Kälte nicht standhalten. Aber das ist nicht okay. Ich habe noch mein altes Schachbrett. Ich habe ein paar Eisbrocken zurechtgeschnitzt, falls du mal spielen willst. Babys? Babybohnen. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Diese Blätter auf deinem Kopf sind erste Sahne. Sag mal, Schätzchen, könntest du mir ein paar Sanitätsartikel besorgen? Ich brauche Pflaster, Medizin und eine Maske. Denkst du, du schaffst das? Okay, wir müssen alles sammeln, damit wir es abgeben können. Die Maske haben wir ja schon mal.
Oh je, ich wünschte, ich könnte den Haupteingang bewachen. Alles Spannende scheint dort zu passieren. Gerade hat jemand die Tür durchbrochen. Das ist so cool. Vielleicht bin ich als Wächter einfach nicht gut genug. Das erklärt, warum ich im Gefängnis stationiert bin. Ich glaube, ich bin eine gute Wache. Ich wünschte, sie würden mir eine Chance geben. So. Jetzt haben wir noch das Gurkenglas, die übrigens auf dem Sandwich die Gurken landen. Psch, du da. Ja du, Rübenkopf. Keine Sorge, auch ich kann Waffen halten, ohne Hände zu haben. Daher weiß ich, dass Mafia Blut durch deine Adern fließt. Ey, bist du mit Don Rubetto verwandt? Wenn ja, dann hast du Glück, dass ich in diesem Glas bin. Sonst würdest du dir nämlich jetzt die Radieschen von unten ansehen. Diese Mafiosi-Familie beschloss, unser Revier zu verletzen. Für wen halten die sich? Halten ihre Versammlungen an diesem blöden Gewächshaus ab? Können wir ins Zelt? Nee. Wir haben Pflaster, wir haben die Maske. Im Prinzip fehlt uns eine Sache. Die ist hier drüben, da kommen wir nicht ran. Oh doch, wir hatten noch einen Schlüssel. Wir hatten noch einen Schlüssel übrig. Das soll er uns doch festhalten, Herrgott. Ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Oh, vielen Dank, Liebes. Hier ist ein Schlüssel, Schätzchen. Liebes, komm wieder bei mir vorbei, wenn du eine Heilung brauchst. Hab ich doch. Ein Kuss mit Bärengeschmack soll dich sofort heilen. Oh, hat sie uns gesund geküsst. Dann kommen wir jetzt eine Tür weiter. Ja, ja, ja. So. Durch die Wand. Ach, jetzt wurden wir doch einmal getroffen. Wir kriegen bestimmt gleich irgendwie die Kraft, hier diese Dinger reinzuschubsen. Oh, da, Handschuh. Benutze sie, um Schubmeloden zu bewegen. Warte, hast du Hände? Guck mal hier noch ein Tagebucheintrag. Mama hat mir heute auf dem Flohmarkt neue Fäustlinge gekauft, die wie Scheiben von Wassermelonen aussehen. Das ist echt nervig, immer hier hin und her wechseln zu müssen. Ach, die Schultertasten. Sehr gut. Das geht ja. Ups. Ja. So. Stimmt, jetzt müssen wir hier die Bombe noch nach unten. Ich und meine falschen Knöpfe. Verlorenes Kirschbaby, Kali sucht nach dir. Noch ein Tagebucheintrag. Oh mein Gott, Sectrine hat mein Gigasword Poster signiert. Ich werde sterben. Warte. Selective Service System Order to Report for Induction. Machen wir es auf Deutsch. Das Dienstauswahlsystem befiehlt, sich zur Einweisung zu melden. Der Präsident der Vereinigten Staaten an Matthew Rigsby, Williston-Straße 5876. Guten Tag. Sie werden hiermit von... Ich mein Tag, was? Sie werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie am 15. April 2020 für die Dauer von 30 Jahren rechtmäßig in den Dienst der Vereinigten Staaten eingezogen wurden. Dementsprechend werden Sie sich am 20. April 2020
bei der Einweisungsstation der Armee melden. Mit freundlichen Grüßen, Alan C., Präsident der Vereinigten Staaten. Zerreißen. So, dann gibt's hier keinen Dienst mehr. Warte, Bett. Ich kann ins Bett rein. Oh, guck mal, hier hängt so ein Schwert an der Wand. Das kann ich aber nicht nehmen. Schade. So, dann kriegen wir jetzt den nächsten Schlüssel. Geht meine Schwester gut. Danke, dass du sie sicher zurückgebracht hast. Hier ist ein Schlüssel für deine Mühen. Jetzt lassen wir uns nochmal gesund küssen. Okay, so. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel, um ganz nach unten zu kommen. Ja, oder nach rechts. Noch ein Dokument. Wir bedauern zutiefst, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Hauptmann Matthew Rigsby seit dem 15. Juli 2020 als vermisst gilt. Sobald unser Büro weitere Informationen erhält, werden wir Sie unverzüglich über den Verbleib von Hauptmann Matthew Rigsby unterrichten. Mit freundlichen Grüßen, Alan C., Präsident der Vereinigten Staaten. So, da ist er auch verschwunden. Boah, hier der fette Flatscreen im Schlafzimmer. Hat Buttertoast auf dem Rücken. Aber ich kann die auch schräg machen. Oh, sehr gut. Ja, danke fürs Anrutzen. Aus irgendeinem Grund, das müssen wir wahrscheinlich nicht machen, wir müssen sie wahrscheinlich einfach nur besiegen. Aber aus irgendeinem Grund will ich einfach wirklich erst die Löcher vollstopfen, bevor ich hier wirklich kämpfe. Mist. So, wir haben es fast. So, noch ein paar Löcher. Nö, tu mir das doch nicht an. Ach, natürlich, an der kleinen Raupe geht dieser große Melone kaputt. Das Bildzittern, das dürfte hier aber mal aufhören. So, noch zwei Stück. Dann ist mein innerer Monk zufrieden. Miau.
Oh shit, ich habe mich selbst verletzt. Oh, die machen ja richtig Schaden. Ach, nee, das kann ich nicht. Mit einem halben Leben jetzt noch überlebt, weil ich das unbedingt mit den Bomben gemacht habe. Erstmal Herz hier. Noch ein Herz hier. Werden wir unsere Leben dann voll aufgeladen bekommen? Ja. Und dann haben wir hier die Kanzler. Kranz, kleiner roter Munchkin. Noch ein Raum. Feldbericht 3. Große Maschine macht. Lol. Sprühfarbe. Oh, für die Karotte. Und dann machen wir Strom an. Warte, da ist ein Fernseher. Okay, kann man nichts machen. Hätte ja sein können. Hallo, kleine Rübe. Es war schön, diesen Ort zu studieren, aber ich werde meine Notizen bald mit in mein Forschungslabor nehmen. Ganz nebenbei, hast du die Gewürzgang im klirrenden Kühlschrank gesehen? Das ist eine berüchtigte Bande in dieser Gegend. Ich bin überrascht, dass sie noch niemanden gefunden haben, der ihnen beim Ausbruch hilft. Bitte hilf ihnen nicht, kleine Rübe. Mal überlegen. Oh, eine Macaroni. Mac. Was zum Teufel hast du gerade über mich gesagt, du kleine Rübe? Du solltest wissen, dass ich Klassenbester bei den Nudelnrobben war, mich an zahlreichen geheimen Razzien in der Scheune beteiligt habe und über 300 bestätigte Kills vorweisen kann. Ich bin in der Gorilla-Kriegsführung ausgebildet und ich bin der beste Scharfschütze in der gesamten Nudelarmee. Du bist nicht mehr als ein weiteres Ziel für mich. Ich werde dich mit einer so irren Präzision auslöschen, wie man sie noch nie zuvor auf dieser Erde gesehen hat. Merk dir meine Worte. Du glaubst, du kommst damit durch, so einen Mist über mich zu verbreiten? Denk nochmal nach, Rübe. Während wir hier sprechen, kontaktiere ich meinen geheimen Spionage, ein geheimes Spionagenetzwerk auf dem ganzen Ackerland und deine Blätter werden in diesem Moment aufgespürt. Du bereitest dich besser auf den Sturm vor Made. Auf den Sturm, der das erbärmliche kleine Ding, das du dein Leben nennst, auslöscht. Du bist so tot, Kid. Ich kann jederzeit und überall sein und dich auf über 700 verschiedene Arten töten. Und das nur mit meinen bloßen Händen. Ich bin nicht nur umfassend. Das hört ja einfach nicht mehr auf. Ich bin nicht nur umfassend im unbewaffneten Kampf ausgebildet, ich habe auch Zugang zum gesamten Arsenal des Nudelkorps und ich werde es in vollen Umfang nutzen, um deinen elenden Hintern vom Angesicht der Erde zu tilgen. Du kleiner Nichtsnutz, wenn du geahnt hättest, welch unheilige Vergeltung dein cleverer Kommentar über dich bringen würde, hättest du vielleicht deinen vorlauten Mund gehalten. Aber das konntest du nicht und hast du nicht. Und jetzt wirst du den Preis dafür zahlen, du verdammter Narr. Ich werde Wut auf dich herabregnen lassen und du wirst in ihr ertrinken. Du bist sowas von tot, Kleiner. Das wäre so witzig, wenn ich ihn jetzt einfach anhauen könnte und er würde puff, weg ist er, machen. Ach ja. So, ist hier das auch abgehakt, was wir gemacht haben? Ja. Verflixt und zugenäht. Du hast den Generator gestartet. Nun, dann kann ich dir nicht mehr böse sein. Das ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Die Gabel, die wir kriegen sollten. Hey ho! Gucken wir hier nochmal in den Raum. Oh, guck mal. Ein Geist. Habe ich gerade die Gabel ausgerüstet? Ja.
Okay, hier passiert nichts. Ja, vielleicht kommt noch mal irgendwas nach dem Motto, hier treiben sich Geister rum, nimm doch mal hier diese Geisterjägerwaffe und vertreib ihn. Gehen wir noch mal zum Gurkenglas. Psch, Rübenkopf, ich habe gehört, dass du für die Leute hier in der Gegend Aufträge erfüllst. Würde es dir was ausmachen, einem alten Familienfreund zu helfen? Ich und die Jungs versuchen hier auszubrechen und du musst mir etwas besorgen, womit ich dieses Glas zerbrechen kann. Vielleicht eine Art Hammer? Ich kenne jemanden, den du auf dem Pfad drüben in der Ablegeallee finden kannst. Zwielichtiger Typ, nicht zu verfehlen. Wenn du das für mich tust, werde ich unsere Familiengeschichte als Schnee von gestern betrachten. Neue Quest, neues Glück. So, von da kamen wir ja. Was war mit dem hier? Achso, ja, das war unser Jojo. Okay, können wir nicht, schade. Dürfen wir immer noch nicht. Nope. Was wäre... Okay, da hatten wir jetzt kurzfristig was aktivieren können. Jetzt ist es wieder weg. Dann gibt es da vielleicht doch irgendeine andere Technik oder sowas, womit wir das hier am Ende können. Ja, drüber schaffen. Vielleicht hat es dann doch nichts mit den Bäumen zu tun. So, gehen wir mal die Katze zurück. Heilige Pilze! Es ist mein kleiner Apfelmannschen. Uwo. Ovo. Keine Ahnung. Ich habe dieses Ding namens Manga im Wald gefunden und versucht, den Kunststil nachzuahmen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich mag alt sein, aber ich kann immer noch ein paar verdammt niedliche Figuren zeichnen. Achtung. Zerrissen. Du mochtest mein Bild nicht? Stopp. Okay. Dieser vierzeilige Speer wird sich als nützlich erweisen. Alles läuft nach Plan. Wie auch immer, Annie hat mir von diesem Clipper mit den seltsamen Eigenschaften im vergessenen Forst erzählt. Ich will ihn haben. Nein, du kannst ihn nicht essen. Geh und hol mir etwas von diesem Clipper. Es ist mir egal, was du tun musst, um ihn zu bekommen. Ja, da sind wir die Gabel wieder los. Wir sollten hier noch in den zwielichtigen Wald gehen. Da war wohl wahrscheinlich den, warte mal. Ich weiß nicht mal, was wir bekommen hatten. Wir hatten auf jeden Fall was bekommen. Und hier geben wir ihm jetzt die Farbe. Okay, der will sie nicht. Akzeptieren wir, ist in Ordnung. Was machst du denn noch hier, Kumpel? Verschwinde, bevor das FAI kommt. Na, dann ist es der hier, ne? Du hast der Gewürzgang beim Ausbruch geholfen? Verdammt, du scheinst ein bisschen jung dafür zu sein, aber hey, ich mache die Regeln nicht. Schieb das einfach durch den Deckel ihres Glases und den Rest schaffen sie allein. Der Hammer! Okay, den darf ich nicht ausrüsten, ich hab's mal probiert. Och, jetzt ist die chillige Musik wieder weg. Ach, chillig ist ja falsch. Groovige. Groovy Musik. Falsch. War ja unten die Hütte und nicht hier.
Na, gucken wir mal, was die Gewürzgurken uns beibringen. Danke, Rübenkopf, wir schulden dir was. Hier, probier das mal an. Mein Vater hat früher immer eins getragen. Jeder gute Mafiosi muss auch entsprechend aussehen. Schick. Jetzt heißt es Abschied nehmen, Rübenkopf. Du wirst uns für eine Weile nicht mehr in dieser Gegend sehen. Wir versuchen nicht wieder geschnappt zu werden. Viel Glück für dein Chaos mit der Steuerhinterziehung. Ich erinnere mich noch an damals, als Zwiebel ein anderer Mann war. Mein Vater mochte ich auch nicht, aber er wäre stolz gewesen. Gaga? Gugu? Seid gegrüßt, Blibier. Verständlicherweise seid ihr verblüfft angesichts meiner eloquenten Redensart. Sorgt euch nicht, die anderen sind lediglich imbezil. Ich wünsche, diesen lang vergessenen Kühlschrank zu übernehmen und sei es das Letzte, was ich tue. Betrüblicherweise brauche ich jedoch Beine, vielleicht auch Arme. Sehr nett. Okay, die sagen nichts Neues. Eventuell ist jetzt Person XYZ auf dem Friedhof. Ihr wisst schon, die angebissene Kartoffel. Weil ich jetzt per se... Warte mal, vielleicht ist ja die Bande hier oben links auch weg und wir können da rein. Ja, wir können hier rein. Und da ist er ja wieder. Die Annie. Hallo, kleine Rübe. Willkommen im vergessenen Forst, oder wie ich ihn nenne, zu Hause. Es kommen nicht viele Leute hierher, aber ich studiere diesen Ort schon so lange ich denken kann. Ich habe einige seltsame Dinge in diesem Forst gesehen. Es mag gefährlich sein, aber es gibt eine Menge Hinweise darauf, wie wir entstanden sind. Triff mich vorne bei der Forschungseinrichtung. Ich kann dir helfen, den Kleber für Bürgermeister Zwiebel zu besorgen. Dann Dankeschön. Der Kanickel? Was? Das hat zwei Schläge ausgehalten. Warum ein mächtigeres Schwert? Kann ja nicht sein, zwei Schläge. Es hat sich selbst umgebracht. Danke. Oh, hier ist wieder was zum Zerreißen. For tax evasion, petty theft, indecent exposure, simping, murder, disorderly conduct, trespassing, destruction of property und so weiter. Cautious, he's armed and dangerous. Wir haben jetzt $2 Kopfgeld. Ist das nicht was? Im Prinzip könnten wir sagen, wir haben unser Kopfgeld verdoppelt, also um 100% Steigerung. Jede Firma da draußen, die so schnell Gewinn einfährt, Halleluja, da würden sich alle drauf stürzen auf die Firma. Die Aktien kaufen, ohne Ende. Okay, hier kommt man von der anderen Seite irgendwann. Oder komme ich hier rüber? Nee. Hallo kleine Rübe, willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Ich habe den Forst in der Gegend studiert und versucht, mehr über unsere Vergangenheit herauszufinden. Es ist kaum etwas darüber bekannt, woher wir kommen. Es ist verrückt. Aber das ist großartig. Erst finanziert Bürgermeister Ziel meine Forschung und jetzt schickt er einen neuen Assistenten. Du musst etwas Feldforschung für mich betreiben. Kannst du von hier aus nach Norden gehen? Es gibt dort ein Wandgemälde, das ich versucht habe zu erreichen. Aber ich weiß nicht, wie ich an dem Zaun vorbeikomme. Ich mag gern Forscher sein, aber ich mache mir nicht gern die Hände schmutzig. Wenn du es dorthin schaffst, kannst du es mir abkritzeln?
Okay, jetzt wiederholst du nur das Gesagte. Die hat noch einen Schlüssel in der Hand. Ich hatte gehofft, die gibt ihn mir. Feldbericht Nummer 4. Mit den Geldern von Zügel konnte ich ein Labor in dieser Struktur einrichten. Welche Geheimnisse birgt der Klipper in diesem Wald? Okay, sonst ist hier nichts. Dann nutzen wir doch mal die Gelegenheit für die VODler. Kleine Abmoderation. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Es geht natürlich in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit.